Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören auf einen ganz kurzen Vers aus der Bibel. Wir wollen hören als Predigtext auf 1. Thessalonicher 5, den Vers 16. Da heißt es: Seid allezeit fröhlich. Seid allezeit fröhlich. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, schenkst uns dieses Wort aus dem Thessalonicher Brief jetzt für unser Leben. Wir wollen dir Dank sagen, dass du uns dieses Wort heute Morgen zurufst, Herr. Und wir wollen uns jetzt in der Predigt darüber Gedanken machen, was es ganz konkret heißt für unser Leben und wie wir das umsetzen können, dass wir wirklich immer und alle Zeit fröhlich sind, dass wir uns immer jederzeit freuen können. Wir wollen uns darüber in der Predigt Gedanken machen, aber wir brauchen für diese Predigt deinen Segen. Du selber musst uns dieses Wort erschließen. Und darum wollen wir dich bitten, Herr, dass du selber diese Predigt segnest, dass du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen segnen wollest, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, Griechenland. Griechenland, da schmunzeln einige. Was für Assoziationen verbinden Sie mit diesem Wort Griechenland? Da werden die meisten von Ihnen natürlich denken, meine Güte, ich kann es nicht mehr hören. Nicht? Politiker, die nicht mal Geld für einen Schlips haben, halt nicht, ihr Land runtergewirtschaftet haben, Schuldenkrise, Krise des Euros, das sind so die ersten Dinge, die kommen. Wer das Land vielleicht schon mal besucht hat, bei dem geht vielleicht was anderes an. Wer schon mal auf Kreta, Kos oder Korfu war, einer der wunderbaren Inseln, die es dort gibt, der wird vielleicht denken, wow, wunderbar blaues Wasser, weiß gestrichene Häuser, strahlender Sonnenschein. Ich weiß nicht, was Ihre Assoziationen sind bei dem Thema oder dem Wort Griechenland. Ich habe eine ganz besondere Assoziation. Meine Assoziation hat zu tun mit einem griechischen Wort. Das griechische Wort heißt Chairete. Chairete. Das ist meine Assoziation. Das hat damit zu tun, dass ich als Theologiestudent Griechisch lernen musste. Sie wissen, das Neue Testament ist in Griechisch, das Alte auf Hebräisch geschrieben. Und wir mussten als Theologen natürlich dann Latein, Griechisch, Hebräisch lernen. Und in den ersten beiden Semestern hatte ich das Vergnügen, in Anführungszeichen, das war es häufig nicht, halt nicht, das war strenges Lernen. Und da hatte ich dieses Wort Chairete, denn unser Griechisch-Prof, der kam jeden Morgen in die Vorlesung mit diesem Wort, Chairete. Nicht? Und der verließ auch wieder die Sitzung mit Chairete halt nicht. Chairete, das möchte ich Ihnen verraten, ist nichts anderes als das Wort, das heißt sich freuen. Freut euch. Und das ist in Griechenland üblich, dass das eine der Begrüßungen ist. Also man kann auf Griechisch sagen Kalimera, guten Tag, aber man kann eben auf Griechisch auch sagen Chairete. Und das sagen wir auch, freu dich. Und nicht nur bei der Begrüßung, sondern auch bei der Verabschiedung. Freu dich, sei fröhlich. Nicht? Tolle Begrüßung halt, nicht? Und ich habe mir noch ein bisschen was anders gemerkt aus dem Unterricht, klar. Aber vor allen Dingen, das ist mit mir gegangen. Und wann immer ich das so mitbekomme, Griechenland halt, nicht? Und auch wenn das da wirklich um Schulden geht und wie gesagt, oder sonst irgendetwas, klingt das so bei mir so im Hintergrund an. Chairete, freu dich. Und das Tolle ist, dass dieses Wort genau hier steht. Der Predigtext im Griechischen besteht hier nur aus zwei Versen, aus zwei Worten. Da steht Pantote Chairete. Freu dich immer, so heißt das wörtlich. Oder Luther übersetzt, seid allzeit fröhlich. Nicht? Das ist der Predigtext. Und das ist das, woran ich denke, wenn ich an Griechenland denke, zu sagen, dass ich Grund zur Freude habe. Halt nicht. Und egal, wie viele Schulden die haben, spielt für mich eigentlich gar keine Rolle. Ich habe Grund zur Freude, weil ich eben Jesus habe. Und dem wollen wir heute in dieser Predigt nachgehen. Dieser Bedeutung dieses Chairetes, dieses freudig halt nicht. Und ich habe diese wunderbare Anweisung, nicht seid allzeit fröhlich, freudig jederzeit, überschrieben die Predigt, eine wunderbare Anweisung, eine wunderbare Anweisung. Und ich möchte über drei Punkte sprechen. Der Befehl des Herrn, zweitens die Gesinnung des Herrn und drittens über die Maßnahme des Herrn. Das erste, der Befehl des Herrn. Chairete, freudig, das ist, wenn man das dann analysiert vom Grammatikalischen, die zweite Person, Plural, Imperativ, das ist die Befehlsform. Nicht, das kennen Sie noch aus dem Deutschunterricht. Die Befehlsform. Das ist hier kein frommer Wunsch, den Paulus hier uns zuruft durch seinen Mund im Heiligen Geist, sondern das ist ein Befehl Gottes. Das ist der Befehl des Herrn für unser Leben.
Deshalb ruft er das uns heute Morgen zu als Befehl. Ich möchte das ganz deutlich machen. Das ist der Befehl Gottes, den ich an euch ausrichte. Nicht so nach dem Motto, kannst ja mal schauen, ob du Lust hast und vielleicht könntest, eventuell, sondern absoluter Befehl. Freu dich, und zwar nicht ab und zu ein bisschen, sondern pantotte, immer freu dich. Das ist der Befehl Gottes, der Marschbefehl. Nicht nur für morgen, nicht mehr für übermorgen, alle Tage, die du hier auf Erden hast, wenn du in Christus bist. Freu dich, sei allzeit fröhlich. Das ist der Befehl Gottes. Und ich möchte nochmal deutlich machen, was ein Befehl ist. Ein Befehl ist, da gibt es einen Vorgesetzten, der hat das Sagen, und es gibt einen Untergebenen, der muss das machen, was der Vorgesetzte, was der Chef sagt. Das kennen wir nur aus der Schule, nicht? Da waren die Lehrer die Chefs und die Schüler, das waren die Untergebenen. Und der sagte, schlag mal auf, Mathebuch, Seite 24, jetzt löst ihr Aufgabe 7. Da haben sich 30 Schüler hingesetzt und haben alle schön ausgefüllt, nicht? So ist das, nicht? Einer gibt einen Befehl, die anderen machen es. Beim Militär, bei der Bundeswehr ganz genauso, nicht? Da tritt der Hauptmann an, lässt die Kompanie antreten, dann sagt er so, wir machen heute Waldlauf. Ja, da sind die alle raus im Wald und dann haben die gelaufen, nicht? Ob die einen Rucksack mitnehmen konnten, das musst du noch entscheiden halt, aber er gab einen Befehl und die anderen haben es gemacht halt, nicht? Und das wissen wir, wenn ein Befehl verweigert wird, das gibt Ärger. Das gibt Ärger, da funktioniert es irgendwie nicht. Also in der Schule, wenn dann der Schüler erklärt, so nach dem Motto, ja Lehrer, wissen Sie was, ich habe das nicht so mit Law and Order, mit Befehl und Gehorsam, ich mache das einfach mal nicht, ne? Meine ich, meinst du die Matheaufgaben nicht? Dann wissen wir, was passiert. Es gibt Strafaufgaben, dann werden die Eltern einbestellt, irgendwann gibt es einen Schulverweis, dann ist die Schulkarriere dahin und dann ist das ganze Leben so unter einem schwierigen Stern halt nicht. Das haut nicht hin. Genauso bei der Bundeswehr, beim Militär halt nicht, wenn da nicht gehorcht wird, wenn der Vorgesetzte sagt, das gibt Ärger. Erst geht man irgendwie ins Kaffee-Viereck, da geht man ins Gefängnis halt nicht. Und wenn es schlimmer wird im Krieg nicht, da kann es passieren, wenn der Vorgesetzte einen Befehl gibt, man macht sich, wird man standrechtlich erschossen. So ist es bei Gott nicht. Also der schießt uns nicht und der sperrt uns auch nicht ein und der lässt uns auch dann nicht irgendwie das Zeugnis verwehrt bekommen. Aber was Gott tut, und das lässt dann zu, wenn wir seinen Befehl verweigern, dass wir ein schlechteres Leben führen. Aber das ist dann unsere eigene Wahl. Das ist ja das Tolle, komme ich gleich noch bei der Gesinnung Gottes zu. Gott möchte, dass wir ein gutes Leben führen. Der hat für uns das Allerbeste im Sinn. Und deshalb gibt er uns diesen Befehl. Häufig ist es ja so in dieser Welt, wenn da ein Chef ist und ein Untergebener, dann sind die Befehle so, dass sie dem Chef mehr Nutzen bringen, als dem, der es ausführen muss. Das ist in der Bibel komplett anders. Bei den Befehlen der Bibel ist es grundsätzlich so, dass die Befehle der Bibel dem, der es tut, mehr Nutzen bringen als dem Herrn, dem, der es ausspricht. Immer. Auch wenn wir das manchmal nicht durchblicken, aber das ist grundsätzlich so. Die Befehle Gottes, die er gibt, die Anordnung als Herr und König dieser Welt für unser Leben, bringen uns mehr Nutzen als ihm. Der braucht uns nicht. Der braucht uns nicht mit unserem Lobpreis, unserer Anbetung, mit gar nichts. Auch nicht mit unserer Verkündigung. Aber wir brauchen ihn. Wir haben keine Ahnung. Keiner von uns weiß, was morgen ist. Aber er weiß das, nicht? Wochenpsalm letzte Woche, nicht alle Tage sind schon in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten, nicht von denen noch keiner war. Der weiß, was morgen und übermorgen ist. Und er spricht zu uns. Und wir nehmen großen Nutzen mit, wenn wir uns an die Befehle halten, die Gott gibt. Er hat den Überblick, nicht wir. Und heute, wie gesagt, gibt er diesen klaren Befehl. Freut euch, freu dich. Und nochmal, nicht nur heute an dem Sonntag oder freu dich, wenn du jetzt nächste Woche in Urlaub fährst, sondern freu dich immer, alle Zeit, freu dich immer. Das Tolle ist, dass Gott nicht nur diesen Befehl so gibt, dass er jetzt so sagt nach dem Motto, das ist jetzt dran und jetzt sieh mal zu, wie du dir Freude erwirtschaftest, wie du irgendwie ein Leben gestaltest, in dem du Freude hast. Nein, Gott hat alles getan. Da werde ich im vierten und im dritten Punkt noch drauf zugehen, auf die Maßnahmen, die Gott ergriffen hat, um uns Freude zu geben. Aber ich möchte von der einen großen Maßnahme sprechen, die Gott ergriffen hat, damit wir allen Grund zur Freude haben. Seinen Sohn Jesus Christus. Du hast eben gesungen, in dir ist Freude, oder dieses Osterlied halt, nicht? Oh, fröhliche Zeit. Seit Christus auferstanden ist, seit Jesus den Tod besiegt hat, haben wir allen Grund zur Freude. Dann brauchen wir in dieser vergänglichen, sterbenden Welt nicht mehr traurig zu sein. Das ist was ganz Wunderbares. Das ist der große Hintergrund, das ist die Metaebene unseres Lebens. Gott hat uns lieb und hat uns, wenn wir an ihn glauben, erlöst und schenkt uns ewiges Leben. Ich komme nochmal an Punkt 3 dazu. Ich möchte das mal deutlich machen, dass Gott eben nicht nur den Befehl gibt, sich zu freuen, sondern auch, dass er den Hintergrund dafür schenkt. Das wäre etwa so, als wenn jetzt ein Billionär, das gibt es momentan nicht, momentan gibt es Millionäre, da gibt es eine ganze Ecke, es gibt Milliardäre, aber ein Billionär gibt es noch nicht. Es gibt keinen Menschen, der eine Billion Euro hätte. Aber stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Menschen, der wäre Billionär.
Und dieser Mensch hätte große Freudigkeit, ich habe eben von Griechenland gesprochen, an Griechenland. Und sagt, meine Güte, ich habe eh so viel Geld, so viel Billionen, so viel Abermilliarden. Und ich habe Griechenland so gerne. Und dieser Tsipras ist doch ein sympathischer Mensch, ich tue dem mal einen Gefallen. Der besucht den Tsipras und sagt dem Tsipras, pass mal auf, deine 360 Milliarden Euro Schulden, die tilge ich mal sofort, batsch. Und ich lege noch einen drauf, du kriegst nochmal 360 Milliarden, dann könnt ihr noch weitere 30 Jahre so leben wie jetzt, könnt eure Renten behalten, keine Veränderung, könnt so weitermachen wie bisher. Ja, was meint ihr denn, wie der Tsipras die Nacht ins Bett gehen würde und wieder am anderen Morgen aufstehen würde halt, nicht? Der wäre aber super fröhlich, nicht? Da wäre alles gelöst. Keine Probleme mehr, nicht? Alles in Ordnung. Ihr müsst ja noch umsetzen, ein bisschen regeln halt, aber im Prinzip ist alles erledigt. Jetzt gibt es keinen Billionär. Und gäbe es einen, der wird vermutlich sich nicht um Griechenland kümmern. Aber es gibt einen uns liebenden Gott. Und hat genau das gemacht. Alles geregelt. Unsere Schuld getragen auf Golgatha. Alles erledigt. Und gesagt, selbst alles, was du noch erwirtschaftest an Schuld, wenn du es in das Kreuz bringst, ist egal. Du wirst eines Tages bei mir sein, wir haben es eben gelesen, Hochzeitsmahl des Lammes halten. Das Einzige, was ich von dir jetzt verlange, ist, dass du in diesem Glauben und in diesem Wissen lebst. Setz das einfach um. Freu dich drüber, dass ich dich auf Golgatha erlöst habe. Freu dich immer, freu dich jederzeit. Das ist der Hintergrund. Und dann kann es auch nichts mehr passieren. Wir haben das eben gesungen in dem ersten Lied, nicht von dem Cyriakus Schneegas, nicht? Wenn wir dich haben, kann uns nichts schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Darum will ich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde. Der das auch verstanden gehabt, nicht? Im Heiligen Geist. Halleluja, wie wunderbar ist das, wenn man Jesus hat. Alles erledigt, alles wunderbar. Egal wie schlimm es dann in dieser Welt ist. Und er hat auch Schlimmes durchmachen müssen, wie viele Liederdichter. Aber er hat Jesus halt. Und da war eben Freude. Und Gott möchte die Freude für unser Leben halt nicht. Und deshalb lässt er auch heute Morgen diesen Befehl noch einmal aussprechen. Übrigens, der an vielen Stellen in der Bibel kommt. Die Anna-Maria, wir hatten das nicht abgesprochen, nicht? Immer wieder, macht euch mal die Mühe, nehmt mal eine Konkordanz und lest mal Thema Freude halt, nicht? Nicht? Die Freude am Herrn ist eure Stärke, die Freude am Herrn ist eure Stärke, nicht? Philippa 4 hat davon gesprochen halt, nicht? Freut euch im Herrn alle Wege, nicht? Und abermals sage ich, freut auch da wieder diese Imperative, ich heirate, ich heirate, ich heirate halt, nicht? Und ich darf es euch heute als Knecht Jesu Christi nochmal neu ausrichten, diesen Befehl sagen, dir wirklich zusprechen für dein Leben, befehlen, freu dich, freu dich. Das ist das Erste, der Befehl des Herrn. Das Zweite, über das ich sprechen möchte, ist die Gesinnung des Herrn. Das Erste war der Befehl, jetzt die Gesinnung. Wie ist derjenige drauf, der diesen Befehl erteilt? Wenn ich darüber nachdenke, da kann ich einfach nur glücklich sein. Was haben wir für einen Gott in Jesus Christus, der für uns die Freude will? Dem das so wichtig ist, dass er sich selber da hingegeben hat, selber für uns gestorben ist halt. Dass sein Programm für unser Leben die Freude ist. Schon der Weihnachtsgeschichte, wir haben eben Osterlied gesungen, da kann man jetzt nochmal die Weihnachtsgeschichte zitieren, Lukas 2, nicht? Da ist die Menge der himmlischen Heerscharen über dem Stall und da heißt es, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Große Freude. Jesus sagt in Johannes 16, euer Herz soll sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Niemand. Das möchte Jesus für uns. Gibt einen der tollsten Sätze. Also wenn ich nochmal ein Gemeindehaus neu baue, lasse ich das in Stein über den Eingangstür meißeln. Das habe ich schon häufiger gesagt. Nicht? Römer 14, Vers 17. Ihr müsst genau zuhören. Ganz wichtiger Satz der Bibel. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Viele Leute verstehen ja Glauben so nach dem Motto, halt Reich Gottes heißt den Zehnten geben, regelmäßig in Gottesdienst gehen, alle Gebote halten, halt nicht, alles auswendig lernen, was der Pastor sagt und dann ist es Reich Gottes. Nein, die Bibel sagt, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Und wenn wir die vielen Geschichten kennen, halt nicht, Lukas 15 halt nicht, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt und sagt, ja, jawohl, jetzt geht's los. Lasst uns einen Stier schlachten halt und dann machen wir Party halt nicht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Dieser mein Sohn war verloren und ist gerettet werden. Ist Freude im Heiligen Geist das Reich Gottes. Und das ist das, was Gott uns schenken möchte. Das ist seine Gesinnung. Er möchte uns Gutes tun. Er möchte die Fröhlichkeit, die Freude für unser Leben. Und das können wir jetzt mal so ein bisschen runterbrechen in diese irdische Welt. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, die für unser Leben die Freude und die Fröhlichkeit wollen, dann sind wir gesegnet.
Wenn wir Menschen haben, die für unser Leben nicht die Freude wollen, sondern die uns gebrauchen wollen, die uns missbrauchen wollen, die uns vielleicht Böses wollen, die uns mobben, dann wissen wir, wie unser Leben beschwert wird. Und gesegnet bist du dann, wenn du Menschen mit dir hast, bei dir hast, die für dein Leben die Freude und Fröhlichkeit wollen. Es gibt ganz viele Menschen in meinem Leben, von denen ich das erfahren durfte. Das ist was ganz Wunderbares. Einer so ein Mensch, das ist der diese Großmutter meiner Frau. Ganz alte Frau mittlerweile halt. Und ganz liebe Frau in Thüringen wohnt halt. Und das ist ein ganz, ganz lieber Mensch. Ganz einfache Frau. Und ich war mal in Dresden zum Jagen. Und dann bin ich zurück nach Siegen gefahren. Und auf halber Stelle in Thüringen habe ich dann Halt gemacht. Und die Oma wusste, dass ich so gerne Putenschnitzel esse. Und dann bin ich zu ihr reingefahren, hatte mich vorher angemeldet halt nicht, und dann bin ich gekommen und hatte die gekocht und ein ganzer Berg Putenschnitzel, ich weiß nicht, ob es 4 oder 5 Kilo waren, hatte sie halt gemacht. Meine Frau hatte gesagt, er hat richtig Hunger, wenn er jetzt von der Yacht kommt. Und dann hat sie gedacht, da muss ich mal richtig, ich will dem ja was Gutes tun halt nicht. Und dann war die so bemüht um mich halt nicht. Das war eine unglaubliche Erfahrung zu sehen, einfach nur dieser einen Moment, diese Frau will mir was unglaublich Gutes. Ist zwar nicht richtig gelungen mit 5 Kilo Fleisch, das ist eine Riesenverschwendung, aber ich weiß, was dieser Mensch für mich gefühlt hat. Und das ist ein Segen. Und ich wünsche euch das, dass ihr auch solche Menschen habt um euch rum, die für euch das Gute wollen, deren Gesinnung es ist, Mensch, ich wünsche für sein Leben, dass er fröhlich ist. Nicht, dass er weint, dass er traurig ist, dass er Schmerzen hat, sondern dass es ihm, dass es ihr gut geht. Und wisst ihr, was das ganz Tolle ist? Nicht nur, dass es solche Menschen gibt, sondern dass wir einen solchen Gott haben. In Jesus Christus, dessen Gesinnung es ist, dass er für uns nur das Beste will, dass er mit uns nur Gutes im Sinn hat, dass er für uns Freude will. Nicht nur das bisschen hier in der Welt, nicht, dass wir Spaß haben an unserer Familie, an der eigenen Gesundheit, an unseren Hobbys, die wir haben, am Urlaub, in den wir fahren. Nein, dass er uns bleibende und ewige Freude gibt und dass uns das immer wieder durch seinen Heiligen Geist schenkt. Das ist etwas ganz Großartiges, dass wir solch einen wunderbaren Gott haben. Wir haben keinen Gott, der sagt, bind dir einen Sprengstoffgürtel um und lauf irgendwo auf irgendeinen Markt und jag mal 120 Leute in die Luft. Wir haben keinen Gott, der so nach dem Motto, je mehr Geld du mir spendest, je mehr du in der Gemeinde arbeitest, desto lieber habe ich dich. Oder ein Gott, der sagt, naja, du musst erst so viele Gesetze erfüllen und dann liebe ich dich. Nein, wir haben einen Gott, der uns vorbehaltlos liebt. Und der uns immer wieder das Beste geben möchte und der für seine Kinder möchte, dass sie fröhlich, dass sie freudig sind. Wie ein richtig guter Vater, wie ein guter Vater. Nicht? Das ist das Sensationelle, was uns Jesus offenbart im Vater unser. Nicht? Die Juden durften den Namen Gottes Jahwe nicht aussprechen. Und dann kommt Jesus und sagt, Gott hat eine ganz andere Seite, ihr habt die Gebote missverstanden. Er ist unser liebender Vater, dafür gibt er die Gebote halt nicht. Deshalb dürft ihr auch sagen, aber lieber Vater, lieber Papi halt nicht. Und so wie ein richtig, richtig, richtig guter Vater, so ein Idealbild von einem Vater ist, der für sein Kind nur das Beste möchte, nicht? Die Freude, die Fröhlichkeit, so ist unser Herr und Heiland, so sagt es eben die Bibel halt. Und wenn man das weiß, da kann man auch so Worte mitsprechen wie Römer 8, nicht? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Das ist so. Können wir darauf vertrauen, auch wenn wir es hier in dieser Welt nicht verstehen. Wir dürfen wissen, dass jeder Befehl, ich habe es eben schon gesagt, den Gott gibt, uns zum Nutzen ist. Auch wenn wir erst denken, das engt uns ein. Nein, wir haben einen Gott, der hat den Überblick. Und seine Gesinnung für unser Leben ist das, dass er möchte, dass es uns gut geht. Und wenn du das richtig sacken lassen kannst, wenn du das richtig verstehst, dann wirst du richtig froh, dass du so einen Herrn hast, der Schöpfer dieser Welt halt nicht. Und dann wirst du richtig fröhlich. Übrigens, das ist Kennzeichen wahren Christentums. Ich habe eben schon gesagt, halt nicht, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Kennzeichen lebendigen Christentums ist Freude. Christentum ohne Freude, das ist wie die Nordsee ohne Wasser, wie die Wüste ohne Sand, das ist wie Bremen ohne die Weser. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Kennzeichen wahren Christentums ist die Freude. Weil das der tiefe, innigste Wunsch unseres Gottes ist, seine Gesinnung, seine Handlungsabsicht, dass wir in Freude sind. Und deshalb lässt er diesen Befehl nochmal ausrufen, als seine Gesinnungsabsicht. Freut euch, seid allzeit fröhlich. Das ist das Zweite, die Gesinnung unseres Herrn. Und ein Drittes, die Maßnahmen des Herrn. Gott befiehlt es nicht nur, Gott hat es nicht nur als Gesinnung, dass er für uns die Fröhlichkeit, die Freude möchte. Nein, er ergreift Maßnahmen, damit wir fröhlich sind. Der macht auch noch ganz, ganz viel, damit wir Grund zur Freude haben. Und da habe ich euch kurz 5 Maßnahmen mitgebracht, die unser Herr und Heiler tut. Das erste ist der Heilige Geist. Das ist so die stärkste Maßnahme. Übrigens im Kapitel zuvor
geht es um Heiligung, nicht? Das ist der Wille Gottes an euch. Eure Heiligung heißt es hier im Thessalonicher Brief. Heiligung heißt, stärker im Heiligen Geist leben, sich von Gott bestimmt sein lassen. Galater 5, 22 heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude. Das heißt, ist der Heilige Geist in uns, entsteht das automatisch. Wenn Gott dir sein Wort offenbart, wenn er dir sagt, hey, das gilt alles dir, wovon da die Rede ist, hey, da entsteht in dir Freude. Und das macht der Heilige Geist, der eröffnet das. Je mehr Jesus, je mehr Heiliger Geist in mir ist und mein Denken bestimmt, desto mehr Freude habe ich. Je weniger Jesus, je weniger Heiliger Geist da ist, desto weniger ist die Freude in meinem Leben halt. Aber Gott hat den Heiligen Geist gegeben, hat ihn ausgeschüttet, damit wir Freude haben. Nochmal, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist da, wo eben der Heilige Geist ist, wo der Heilige Geist weht halt. Und deshalb hat Gott uns auch seinen Geist gegeben. Und wenn du ein Defizit an Freude hast, dann ist es ganz wichtig, dass du sagst, hey, dann geh auf diese Maßnahme Gottes zurück. Dann falt die Hände und sag, Herr, du siehst mich, du kennst mich. Und bitte schenk mir deinen Geist. Gib ihn mir ganz neu. Du hast ihn mir schon gegeben, aber ich habe ihn gedämpft. Bitte gib ihn mir ganz neu, dass er sich in mir einfach ausbreitet. Dass ich das annehmen kann, was du in deinem Wort sagst, halt, damit ich wirklich voller Freude bin. Das ist die erste Maßnahme, die Gott gegeben hat zur Freude, den Heiligen Geist. Und wenn du keine Freude hast, dann bitte Gott immer wieder neu im Heiligen Geist. Das zweite ist das Wort. Der Heilige Geist, Jesus, begegnet uns im Wort. Nicht am Anfang war das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort halt nicht. Und der Heilige Geist des Gottes, da begegnet uns im Wort. Das heißt, nicht nur darum beten um den Heiligen Geist, sondern auch im Wort lesen. Im Wort lesen, dann wirst du merken, wie aus dem Wort der Heilige Geist in dir wirkt. Das ist ein Prozess, den kann ich zwar beschreiben, aber nicht erklären, warum das ist. Aber so ist es. Die Bibel bezeugt das immer wieder. Dass da eben dann die Freude drin ist. Psalm 119, Vers 162 heißt es, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Nicht? Und diejenigen, die regelmäßig in der Bibel lesen, wirklich da zu Hause sind, die können das bestätigen. Das kann ich sagen. Ich habe den besten Job der ganzen Welt. Nicht? Ich darf Theologe sein. Ich darf Pfarrer sein. Ich darf mich bezahlt mit dem Wort Gottes beschäftigen. Darüber nachdenken, was drinsteckt. Halleluja. Ich kriege Geld dafür, große Beute zu machen. Halt nicht? Das ist mein Beruf. Halt nicht? Wunderbar. Das steckt im Wort drin. Halt nicht? Aber das ist so toll, dass man auch die Freude so rausnimmt, dass da so viel drinsteckt. Ich denke da an eine alte Frau aus meiner alten Gemeinde, die ist schon lange in der Ewigkeit, Käthe Eichhorn hieß die. Die Frau kam aus Danzig, meine Mutter kam auch aus Danzig und immer wenn ich die zum Geburtstag besucht habe, gab es zwei Dinge. Das eine war, hat die so eine Flasche Danziger Goldwasser hingestellt, da musste ich immer, durfte ich immer mit ihren so einen kleinen Schnaps trinken, wenn die Andacht und alles zu Ende war. Das war das eine. Das andere, was es immer gab, die sprach immer vom Psalm 23. Das war eine ganz gläubige Frau. Und die sprach immer davon, sagt, Herr Latzel, wie wunderbar ist das, dass wir so einen tollen Gott haben, dass der als guter Hirte für uns da ist. Und ich habe mich immer gefreut auf diese beiden Dinge. Einmal dieses strahlende Gesicht dieser Frau, wenn sie vom guten Hirten gesprochen hat und so ein bisschen weniger auf diesen Goldwasser, nicht, was ich dann trinken durfte mit ihr halt nicht. Aber das hatte sie im Wort gefunden. Sie hatte für sich im Psalm 23 das annehmen und hatte da die Freude ihres Lebens finden dürfen. Ihr Mann war früh im Krieg gefallen, hat ein schweres Leben gehabt. Aber dort in vielem Leiterfahrung durfte sie erleben, er, der gute Heiland Jesus Christus, ist bei ihr halt. Und das war ihr die große Freude ihres Lebens im Wort gefunden. Und das möchte ich dir auch sagen. Im Wort steckt ganz viel Freude für dich drin. Zu gucken und das zu finden einfach, wo ist die große Beute, die du machen kannst im Wort Gottes. Also Heiliger Geist, Wort, Maßnahmen, die Gott ergab. Und dann hat Gott noch was anderes Tolles getan. Der hat unnütze Knechte geschickt. Unnütze Knechte, das sind die Pastoren. Spricht Paulus auch von sich selber. Unnütze Knechte, damit die Freudenboten sein sollen. Also die Botschaft des Evangelium, Evangelium, Euangelion heißt ja fröhliche, freudige Botschaft. Auch wieder so ein griechisches Wort, nicht? Angelos, der Bote, ein Angel, nicht Engel. Und Eugut, gute Botschaft, fröhliche Botschaft halt, nicht? Und es ist unsere Aufgabe als Pastoren, Freudenboten zu sein und euch, den Gemeinden, den Gliedern zu helfen, dass ihr fröhlich seid. Auch das ist jetzt nicht eine eigene pastoral-theologische Idee von mir, sondern das, was die Bibel sagt. Paulus, der hat eine Gemeinde, mit der er ziemlich im Clinch ist. Das ist die Gemeinde in Korinth. Da geht es richtig zur Sache halt und die bestreiten sein Apostolat. Und das ist also ganz furchtbar, wie die sich da auch in die Wolle kriegen. Da muss denen auch wirklich ganz klar erklären, was sie zu machen und zu lassen haben. Also werden tiefe Schnitte gemacht. Aber an einer Stelle sagt etwas ganz, ganz, ganz Bemerkenswertes halt nicht. Da schreibt dann 2. Korinther 1, nicht, dass wir Herren wären über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Alle Maßnahmen, die er ergriffen hat, alle Kritik und
alle Auseinandersetzung, die er gemacht hat, war nicht, um sich selber zu behaupten. Er hat gesagt, ich bin nicht Herr eures Glaubens, sondern ich bin euch nur ein Gehilfe zum Glauben. Und hat die Korinther gebeten, dass sie alle Maßnahmen recht verstehen, die er tut, damit er ihnen als Knecht Gottes hilft, zum Glauben, zur Freude zu kommen. Und genau das ist für mich auch die Grundbeschreibung des Pastorenamts. Gehilfe zur Freude zu sein. Menschen, die in dieser endlichen, gefallenen, vom Tode bedrohten Welt leben, denen die Freude zu bringen. Denen zu sagen, es gibt eine Perspektive. Jesus Christus. Und du hast allen Grund zur Freude halt nicht. Dafür sind Pastoren da. Im Nebenamt können sie auch noch Kirche renovieren und können sie was um die Finanzen kümmern, die in so einer Gemeinde sind. Aber das ist alles nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Menschen durch den Mund der Pastoren hören, wo der Grund ewiger Freude liegt. Der liegt in Jesus und nur dort allein. Und wenn du den hast, kannst du immer und allzeit fröhlich sein. Das ist das Dritte. Die Knechte, die Gott schickt als Maßnahme. Das Vierte sind die Segnungen. Das kommt ja dann noch on top halt. Nicht? Also die Segnungen, die Gott gibt. Da spricht die Bibel ja auch immer wieder von, wie wunderbar Gott uns auch hier immer in dieser Welt segnet, damit wir uns darüber freuen können. Auch da könnte ich jetzt wirklich eine halbe Stunde Bibelstellen rezitieren. Ich möchte es auf eine beschränken. Könnt ihr nochmal nachlesen, Jesaja 65. Da heißt es, freut euch und seid fröhlich, immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Und dann zählt er auf, was er alles machen will, dass die Leute halt erst mit 100 Jahren sterben sollen, halt nicht, dass es ihren Kindern gut geht, nicht, dass er sie mit Weinbergen segnen wird, die gepflanzt bleiben halt nicht. Und dann heißt es zum Schluss dieses Kapitels dann halt, sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder mehr für den frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht des Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Nicht? Alles das, was uns auf Herzen liegt, was wir meinen zu brauchen, halt, wenn wir das vor Gott bringen, Gott hört es, bevor wir es ausgesprochen haben und kümmert sich darum, wenn wir zu seinem Volk, zu seinen Gesegneten gehören, die zu Jesus gehören. Das segnet er uns mit so viel Irdischem. Und wenn du mal feststellen möchtest, was wir für einen freundlichen Gott haben, dann guck einfach auf dein Leben. Auf all die Segensspuren, die der Herr über dich hat regnen lassen. Über das viele, wo er da gewesen ist. In wie vielen Notsituationen er dir beigestanden hat. Gerade auch in den schweren Zeiten. Da wirst du feststellen, wirklich, jawohl, so ist das. Wir haben einen Gott, der die Fröhlichkeit, die Freude für uns will. Und der hat so viele tolle Maßnahmen ergriffen, das auch zu tun. Ich kann es mit meinem Leben bezeugen. Und das Letzte, jetzt neigt sich die Predigt langsam dem Ende. Das Fünfte und Ultimative, und das muss ich wieder zu sprechen kommen, das ewige Leben. Das ist die ultimative Maßnahme, die Gott gegeben hat, halt nicht, dass wir uns freuen können. Es gibt so eine tolle Stelle in der Bibel, Lukas 10, da kommen die Jünger zurück, halt nicht. Jesus hat sie ausgesandt, nicht, das Evangelium zu predigen, halt nicht, Kranke gesund zu machen. Und die sind, so würden die Jugendlichen heute sagen, total geflasht von dem, was sie erlebt haben. Wow, nicht die Segnung Gottes in dieser Welt, ah, super, super, super. Und dann kommen sie zurück und erzählen Jesus halt nicht, wow, wie toll das ist, nicht. Und man spürt in diesem Text so richtig nicht die Freude und Fröhlichkeit, die sie erfüllt über das Irdische, was sie haben. Und dann sagt Jesus einen ganz bemerkenswerten Satz, er sagt, darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Zu der Stunde freute sich Jesus im Heiligen Geist. Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Ich habe vor einiger Zeit über das Buch des Lebens gesprochen, halt nicht, wo unsere Namen drin geschrieben sind. Und das ist reine Freude. Das ist reine Freude, dass wir in dieser ewigen Liste vorgemerkt sind. Für eine Wohnstätte im himmlischen Jerusalem, wie wir es eben gehört haben. Dass da eine Reservierung steht. Und dass, wenn wir die Augen hier zumachen in dieser Welt, dass wir heimgehen dürfen. Wir dürfen hier alles genießen und alles mitnehmen in dieser Welt, was hier ist. Aber das wirklich Gute kommt erst noch. Und darauf dürfen wir uns freuen. Das ist das ewige Leben. Und wohl dem, der daran glaubt und dem das immer wieder durch den Heiligen Geist offenbart wird. Halleluja. Der versteht, welche Maßnahme das ist, was ewiges Leben ist. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen mit vielen Menschen Kontakt gehabt und bei vielen habe ich abspüren dürfen, halt, oh, da ist so ein bisschen der Akku leer, nicht? Die gehen auf den Urlaub zu, nicht? Man holt nochmal die letzten Kraftreserven raus, nicht? Aber jetzt nächste Woche geht's los, endlich Ferien halt, nicht? Dann geht's an die Ostsee, die Nordsee, nach Mallorca, nach Korsika, weiß der Kuckuck wohin, alles halt, nicht? Und ganz viel haben wir dann auch berichtet, wo es dann hingeht und was sie reserviert haben und wie sie sich freuen halt, nicht? Auf die 14 Tage, die man dann irgendwo im Hotel oder am Campingplatz verbringt, nicht? Der Urlaub, die Reservierung, der steht. Und ich wünsche euch allen von der Stelle jetzt schon einen gesegneten Urlaub und wünsche euch eine gute Zeit. Dürft euch darauf freuen, das, was ihr euch in Anführungszeichen erarbeitet habt. Aber viel, 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 viel mehr als das, was euch erwartet in den nächsten paar Tagen Urlaub,
ist das, was euch erwartet im himmlischen Jerusalem, durch das ewige Leben. Und das ist eine Reservierung, die steht. Da kann auch nichts mehr passieren, wenn man krank wird oder die Oma stirbt oder sonst was ist halt. Das ist eine Sache, die stirbt. Darüber dürft ihr euch freuen halt nicht. Das ewige Leben ist euch gewiss. Wenn ihr an Jesus Christus glaubt, halt, braucht euch keine Gedanken zu machen. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, freut euch. Freut euch darüber, egal was ist. Freut euch darüber. Jesus hält für euch Wohnung im himmlischen Jerusalem bereit. Das sind die Maßnahmen, die Gott ergriffen hat, damit wir uns freuen halt, damit wir das wirklich verstehen, seinen Heiligen Geist, sein Wort, seine Knechte, seine Segnungen und das ewige Leben. Ich habe die Predigt begonnen mit dieser Assoziation, was fällt Ihnen ein, wenn Sie das Wort Griechenland hören? Und eins garantiere ich Ihnen, so der Herr nicht vorher wiederkommt, in den nächsten Wochen werden wir dieses Wort noch häufiger hören, das ist gar keine Frage. Und ärgern Sie sich nicht über die Schulden, die die Griechen machen, sondern wenn Sie dieses Wort hören, denken Sie immer wieder an dieses wunderbare Wort, Chairete, freue dich. Und dann ist vieles gewunden, freue dich, denn das ist das, was Gott für dich will, für dein Leben, deine Freude. Seid allzeit fröhlich. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen.